Hallo, es geht weiter mit Pokémon Erkundungsteam Himmel. Pokémon müssen wieder ein Erkundungsteam Himmel. Und ja, wir müssen einfach nur irgendwas machen. Ich habe nicht nachgeschaut, wir müssen einfach nur, also nicht irgendwie mit jemandem bestimmtes reden. Das, die Story wird von alleine weitergehen, wenn wir einfach Missionszeug machen, was weiß ich. Und das machen wir dann jetzt auch. Wir suchen einfach mal nach irgendwelchen schönen, tollen Quests, nicht Quests, Missionen. Ja, jetzt habe ich das Wort vergessen. Jobs. Job, genau, nach verschiedenen Jobs, die einfach irgendwie Zeugs geben. Verborgene Ruinen. 20. Es gibt aber halt 800. Aber hier, da mache ich lieber die Gletscherhöhle. Mit Schalelos zusammen, das sollte eigentlich kein Problem sein. Lieber die Gletscherhöhle, weil U6 ist ja eigentlich kein Problem. Oder? Naja. Haben wir hier noch was mit Gletscherhöhle? Nee. Gut, dann machen wir das halt schnell. Es soll relativ schnell gehen. Vor allem, wir haben Schalelos dabei. Das kann bestimmte Attacken auffressen, hat kein Problem damit. Ist eigentlich ein toller Partner, also mit der Fähigkeit. Ich glaube, Schalelos kann keinen Schaden von Wasserattacken bekommen. Oder, ich weiß nicht, wie es mit Schalelos ist. Ist es schon... Weil die Weiterentwicklung ist natürlich... Also Gastrodon ist natürlich ein richtig, richtig nices Pokémon. Wir gehen einfach mal rein. Es müsste aber echt ein super Partner sein für so einen Job. Ganz ehrlich. Denn wir werden gleich mal schauen. Wir werden gleich mal sehen. Vor allem hier. Wenn das Teil jetzt nämlich wirklich immun gegen Wasserattacken ist und davon geheilt wird. Obwohl es noch nicht entwickelt ist, ich weiß ja nicht. Dann, ja, ist es ziemlich nice. Lebenshülle ist hier in dem Fall wahrscheinlich ziemlich stark nutzlos und vielleicht schon nervig eher. Ah, ist ja doof. Ich will einfach nur dieses Gummi. Ah, und weiter. Es hat halt sehr, sehr, sehr wenig HP. Wenn ein Pokémon rumläuft, das auch irgendwie auf Entfernung oder den ganzen Raum angreifen kann, haben wir ein Problem. Ich hätte vielleicht noch einen extra Belebersarm mitnehmen sollen, aber ich will nicht. Vielleicht finden wir hier einen. Nein, schade. Wäre gut gewesen. Leider nicht. Wir müssen ja aber auch eh nur zu U6. Also, wirklich kein Problem. Georockbrock. Hallo Cosilla, du Opfer. Schau mal. Ha, erstmal voll den Kopf abbeißen. Oh, hier gibt es so viele schöne Azugummis. Oh. Oh, warte mal. Elektro-Attacken sind ja gerade schwächer. Aber egal, ich setze trotzdem ein. Wenn ich halt doch irgendwie treffen würde. Willst du mich verkackeiern? Dann halt Knirscher. Wow. Musste das jetzt sein? Spiel, danke. Ein bisschen warten, auch wenn es gefährlich ist, weil Schalelos. Wir haben es auch fast geschafft. Es ging dann sehr, sehr schnell. Ich hoffe, wir schaffen es auch beim ersten Mal. Und jetzt verreckt nicht jemand einfach so. Also ein bisschen stark ätzend. Nasknet. Was sind hier eigentlich für Pokémon unterwegs, ey? Ich dachte, ich finde jetzt irgendwie ganz viel Wasser-Pokémon, die schwach sind gegen bestimmte Dinge. So, Mundtier kann hoffentlich nicht irgendwie eine Attacke, die da durchgeht. Dem so, ja. Macht Mundtier was? Konter. Alles klar. Bitte töte es, sonst kriegst du viel Schaden. Danke. Oh nein, ein Wasserring. Was? Wie bist du? Azumarill hat doch viel HP eigentlich. Ah, na gut. Egal. Und U5, wir haben es gleich geschafft. Und dafür kriegen wir einfach mal 400 Punkte oder was so waren es. Auf jeden Fall eine Menge. Was ganz schön nice ist. Warum hau ich so verkackt oft gerade daneben? Was soll das? Spiel? Willst du mich trollen? Ich weiß, du willst mich trollen. Dieses Spiel trollt sehr gerne. Aber wir sind hier auch schon ziemlich stark für die ganzen Leute hier. Wie viel EP braucht man denn? Wir haben natürlich jetzt schon viel bekommen. 31.000. Ja, ja. Aber geht eigentlich. Wir sind auch ziemlich hohes Level für den Durchschnitt, glaube ich. Einfach nur, weil... Ja, wir haben es gebraucht, weil unsere Pokémon halt bis zu einem bestimmten Level. Oh, oh. Nicht auf Schalelos. Oh. Nein. Oh. Fick dich. Holy shit. Yo, war das knapp. Schalelos geht's noch gut.
Ja, genau. Wir haben es gebraucht, weil bis zu dem Punkt, wo wir diese tolle Attacke hatten, Ladungsstoß, waren wir sehr, sehr schwach. Ab der Attacke haben wir auch was gegen Monsterräume gehabt und dann ging's. Normalerweise wären andere Starter echt besser gewesen, aber ich bin trotzdem zufrieden mit denen, weil ich finde die ziemlich cool. Shinux und Funpeace sind eigentlich schon ganz coole Pokémon. Und ist auch mal was anderes. Och, wir haben es schon geschafft. Oh, könnte das? Ist das die legendäre Goldkammer? Ja, endlich! Es ist die Goldkammer! Yippie! Nee, wirklich? Wisst. Nein. Nein! Nee! Einsatz? Nee! Wirklich! Oh, okay. Es ist scheißegal, wir müssen da nicht rein. Oh. Ich dachte jetzt echt, wir müssen in die Mitte kommen irgendwie mit dem Orb oder sowas und mit Wasser-Pokémon. Es hat mich... Wir haben jetzt natürlich nicht bekommen, was da drin ist, aber... Ich weiß auch gar nicht, was da drin ist. Das hätte ich jetzt schon gerne gewusst, aber... Holy shit. Es hat mir kurz einen Herzinfarkt gegeben. Er macht Witze über Herzinfarkt, Arschloch. Ja, ich war nicht so böse gemeint, okay. Oh, Story. Klingt, als würde sich da ein Sturm zusammenbrauen. Der letzte Sturm ist lange her. Es ist bereits seit einer ganzen Weile ruhig. Deswegen wäre es ganz erfrischend, einen Sturm zu sehen. Weißt du noch, unser großes Abenteuer, als wir die Zerstörung der Zeit aufgehalten haben? Er scheint so weit in der Vergangenheit zu liegen. Ja, so fühlt es sich an. Wir sind schon bei Part 100. Nein, 101, holy shit. Mit Hunti in die Zukunft zu reisen. Die allgemeinen Zeitturm zu bekämpfen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, fühlt es sich an, als läge das alles schon weit zurück. Erst da die Zeit wieder normal fließt und wieder Frieden in dieser Welt eingekehrt ist. Das erinnert mich an etwas. Da die Zeit wieder normal geht, kann sich wieder jeder in der Glitzerquelle entwickeln. Jeder außer uns natürlich. Uns wurde bei der Glitzerquelle gesagt, dass wir uns nicht entwickeln können. Ich erinnere mich noch genau. Warum kann ich mich nicht entwickeln? Warum du dich nicht entwickeln kannst? Vielleicht hat die Verzerrung des Raumgefüges etwas damit zu tun. Verzerrung? Das Raumgefüge? Ich weiß nicht, warum das so sein könnte. Aber deine Existenz, ey, sie hängt irgendwie mit der Verzerrung des Raums selbst zusammen, ja. Und als Folge daraus kannst du dich nicht entwickeln, ey, weiß man doch. Nein, es trifft nicht nur dich. Es gibt noch ein anderes Pokémon, das Pokémon hinter dir. Auch ihm bleibt eine Entwicklung versagt. Was? Das zählt. Ein perfektes Was. Schauen wir auch? Auch wenn es in die Vergangenheit geschaut ist, es ist eine eigene Szene. Es wurde uns erklärt, warum Hundi und ich uns noch nicht entwickeln können. Es hieß, die Verzerrung des Raumgefüges verhindert unsere Entwicklung. Aber was bedeutet das überhaupt? Verzerrung des Raumgefüges? Die Zeit läuft wieder normal. Aber eventuell sind noch andere Dinge aus der Balance geraten. Blitze! Ich glaube, der Sturm kommt näher. Wir sollten versuchen, noch eine Runde zu schlafen. Ja klar. Gute Nacht, schon wer. Gute Nacht! Oh shit. Das scheint gut zu laufen. Die Verzerrung dieses Waldes im Raumgefüge selbst wird größer. Ah, die Verzerrung von Raum und Dimension an sich. Wenn sie sich weiter ausdehnt, wird meine eigene Kraft verstärkt. Die Zeit konnte ich nicht zerstören. Aber hier liegen die Dinge anders. Ha, kapiert mal. Da kommt jemand. Es ist Cresselia. Diese hartnäckige Plage. Ich darf nicht entdeckt werden. Niemals. Oh shit. Es ist wieder entwischt. So nah war ich noch nie an ihm dran. Aber es kommt mir immer wieder. Es könnte schwierig oder vielleicht unmöglich sein, es zu fangen. Nein,
Nein, das kann nicht sein. Ich kann nicht aufgeben. Es muss gefasst werden. Und diese extreme Verzerrung des Raumgefüges muss aufhören, bevor sie sich weiter beschleunigt. Bevor die Welt im Chaos versinkt. Ich muss tun, was nötig ist. Ich muss Sakai aufhalten. Denn ich bin ein taubes Löschen, yeah! Oh shit, das war Story. Sieht so aus, als sei der Sturm vorübergezogen. So ein Sturm ist ganz schön scheiße, wenn es hier reinregnen kann. Das Wetter hat sich wieder aufgeheitert. Auf einen weiteren guten Erkundungstag schon wäre. Ja, happy Musik! Ah, gut. Dann hatten wir jetzt halt einfach mal so eine kleine Story dabei. Ist ja auch nicht schlecht. Wir müssen nicht mal Items benutzen oder so. Ah, wir machen unser Lager wieder total voll mit Schrott. Mann. Voll schlimm hier da schon wäre. Der nimmt alles. Der nimmt alles und wirft es dann wieder irgendwie hin. Ist ihm doch egal. Hey du. Vielleicht. Hier, nimm mein schönes Geld. Ich habe zwar nicht viel bekommen gerade, aber ich habe schon fast 100.000 Poké-Dollar. Ich bin reich. Ja. Ha. Das reicht in dem Spiel wirklich ganz schön lange. Ich meine, was sollen wir uns sonst noch kaufen, ey? Dumm, 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 dumm. Hey! 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 Ah, jetzt sind natürlich nur noch Sachen dabei, die ganz schön lange brauchen würden. Mal schauen, ob hier was dabei ist. Nehmen wir Metagross gefangen. Aber du, da ist jemand immer dabei. Ein großer Apfel, dann erstmal töten, ne? Kein Problem, das machen wir. Das machen wir nicht, das machen wir, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Mann! Es stört mich jetzt. Wenn wir uns beeilen, soll das okay sein. Minute 12, ja? Ich beeile mich einfach. Ein verkacktes Mankey wird schon nicht so schwer sein. Solange es nicht abhauen kann. Es wird wahrscheinlich abhauen. Mirakelmeer sollte auch nicht die Welt sein. Alles klar. Jetzt im Mirakelmeer vernichten wir. Ja, ich meine, ja. Hier, Nom. 174 Schaden tot. Wie gesagt, sollte kein Problem sein. Ich muss mal wieder mein Audio ein bisschen lauter. Ah. Dass ich alles schön höre. Oh, und dann auch noch so ein Mann-Tirps. Shit, warum hab... Ja, ich war fies. Ich hätte einfach so normal draufhauen können und es wäre wahrscheinlich tot umgeflogen. Ah, okay, nur eine Lahmfalle. Ich dachte gerade kurz, das wäre schon wieder so eine verschissene AP-Falle gewesen. Fallen, Mann, so viele! Was soll das? Ich hasse Fallen. Ah, ich hasse Fallen so sehr. Wer hat die erfunden? Der hat kein Herz. Scheiße. Nee, ernsthaft, diese Fallen. Warum? Wieso? So viele. Ich meine, ja, toll, ein paar Fallen rein. Dass man hin und wieder mal drauf redet, tut ein bisschen random mit einbauen und oh shit, ja, schnell. Und ja, es ist gar nicht so schlimm. Aber wenn es halt so abnormal viele sind und die einen so abpopeln können, dass man einfach keine AP mehr auf eine Attacke drauf hat. Und dann halt und alles Mögliche verlieren kann, dann ist es schon ganz schön hassi, ja? Also ganz schön uncool. Sowas sollte nicht sein. Sowas darf doch nicht sein. Was ist denn los? Ui, eine TM, die ich nicht haben will. Wow. Ui. Den gehen wir hinterher. Ich wollte gerade sagen. Das ist voll die tolle Verfolgungsjagd. Er hat uns gesehen und dreht einfach sofort um und will uns vor das Gesicht schlagen. Und das ohne Hände und Füße. Ja, nicht schlecht, ja? Der traut sich was. Ja, ja, Hundi vernichtet diese Schalle los kurz. Und eigentlich, die bewegen sich nicht, die schlagen. Fan beide. Ja, eine Matschfalle. Zum Glück hier sind die nicht allzu wichtige Items. Es gibt auch noch, es gibt TMs, die ich vielleicht doch haben wollen würde. Die sind aber meistens ein bisschen besser versteckt und wirklich an so einem Ort wie da ganz oben jetzt. Belabersam, danke. Also wie jetzt da ganz oben. Nur, die würde ich halt doch gern haben, wenn ich mal an solche drankomme. Danke. Das sind so TMs. Das sind gar keine TMs, das sind VMs. Da gibt es wirklich auch. Es gibt wirklich VMs. Ich glaube, wir haben ja schon mal eine bekommen. Und ja, warum nicht? Die hätte ich gerne. Es gibt auch irgendwie so ein paar halbwegs Secret-Dinge noch in dem Spiel, die man nicht machen muss. Man kann irgendwie Mew bekommen in einem
in einem bestimmten Ort. Oder sowas in Mystery Dungeon 1 auf jeden Fall gibt es hier bestimmt auch. Man kommt halt an alle möglichen coolen legendären Pokémon auch irgendwie. Und ich meine, ich mache das jetzt nicht. Ich will jetzt nicht extra irgendwie noch irgendwelche Pokémon rekrutieren. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich könnte jetzt noch die ganzen Legis wieder nochmal bekämpfen. Aber das ist wirklich nur, um halt ein paar Pokémon zu haben. Es ist nichts Besonderes. Und dann da will ich jetzt nicht noch das Let's Play unnötig hinauszögern. Weil es wird ja schon lang genug, denn das Spiel hat echt viel Content. Ich meine, man merkt es ja schon. Wir sind immer noch in Story drin. Ist zwar die Nachstory jetzt, aber die Nachstory ist auch eine komplett fette, nice Story. So, hier will ich übrigens keine Elektroattacke einsetzen, denn es könnte sein, dass die böse Fähigkeiten haben, die uns richtig nerven. Holy Makaro. Oh shit, danke. Gott verdammt. Nein, verpiss dich, du. Ah! Sterbe ich hier? Kann das sein? Kannst du. Lass mich holen. Hallo. Mal schauen, was passiert jetzt? Funkensprung ist ganz schön assi, nervig. Nein, ist es nicht. Das war nicht das, was so viel Schaden gemacht hat. Oh, nee. Was ein Arschloch-Gegner. Ich werde jetzt einfach mal zur Sicherheit und eine Stilbeere futtern, nicht fettern. Töte es. Shit. Und da kommt das nächste Landtun. Was ist hier los, Mann? Ich will, nein, lass mir Ruhe, tschüssi, ah, Ladungsstoß, was für ein Pisskopf. Das soll damit aufhören. Kann ich Hundi treffen? Nein, macht eh nicht viel Schaden, wenn ich ihn treffe. Okay, ich treffe auf jeden Fall das andere Vieh. So kann ich wenigstens helfen. Der wird geheilt, ist mir egal, hat eh keinen Schaden genommen. Oh. Angriff, vernichte diese Pisservieh, diese verschissene Landhundpisser da. Mann, wie assi. Oh, Hydropumpe. Alter, was ist hier? Was geht hier? Was ist los hier? Oh, das war doof. Wir haben eh nicht getroffen, aber. Was ist los, Mann? Ich dachte, es wäre jetzt voll easy und dann sowas. Verpiss dich. Oh nein, natürlich. Jetzt stirbt er, oder? Nein, Hund überlebt mit einem HP. Mit 3 HP, meinte ich. Oh. Was geht hier ab? Was war das gerade? Was war das? Wie assi. Verpiss dich, du Oktovieh. Starmie kriegt Schaden davon. Ja, so viel dazu. Oh. Verrecke! Was war das? Wir haben keinen Belebersamen mehr. Oh, la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 . Da wird man ja. Aggressiv wird man da! Was ist los? Toll, danke. Ja, Befalle, geil! Wow, wie schön! Da freut man sich drauf! Kann ich jetzt bitte diese Mission vollenden? Das wäre sehr schön, Spiel. Oh, ich erbete dich vor allem, voll Deutscher. Bitte erhöre meine Fürze. Du Bitch. Aber haben wir jetzt nicht abnormal viel XP deswegen verloren? Ich weiß nicht, wie das ist. Verlieren wir dadurch ganz viel EXP? 37.000 wieder? Wenn ich. Oh. Wenn ich jetzt wirklich all die EXP deswegen verloren habe, bin ich ganz schön sauer. What the fuck? Ein fucking Schwanz haben! Und dann wirft er den auch noch! Lass mich gehen, du Bitch! Remoraid! Ist es hier noch? Ja. Wir kommen jetzt dahin, wo wir hinwollen. Mal schauen, ob er kämpft. Oder ob er. Bitte kein Monsterraum, das wäre ganz schön. Ach, kacke. Danke. Paralysieren einfach. Der rennt wahrscheinlich weg. Natürlich nicht. Easy peasy. Ha. Haben wir. Ha.
geschafft. Ja, bitte lass uns gehen. Ich will nicht mehr. Und dann schaue ich gleich meine XP an. Der Pisser hat uns dann eiskalt an die 10.000 oder so XP geklaut. Danke, dass ihr meinen alten großen Apfel zurückgebracht habt. Nehmt das ein. Ja gut, okay, für das Pokémon hat sich schon gelohnt. Weil er ist der große Apfel, ja, fast größer als das Pokémon. Oh. Proteine, yo! Was machst du mit Protein, yo? 800. Holy shit. Oh, es geht weiter mit Story. Vielleicht. Oh, what? Lang nicht gesehen. Licht? Ist das ein Traum? Oh, da ist jemand hier. Oh, wer ist das? Ich bin Cresselia. Cresselia? Deine bloße Existenz. Sie treibt die Welt in den Ruin. Die Welt in den Ruin? Wie denn du? Was laberst du? Indem du in dieser Welt bist, natürlich, Idiot. Weil du hier existierst, Opfer, bleibst du bestehen. So wird die Welt zerstört. Oh ja. What the fuck? Und die schläft. Ich nehme an, das war ein Traum? Was für ein behinderter Traum. Naja, kann man wohl nichts machen. Es ist noch nicht mal morgen. Ich penne wieder. Ja, geil, pennen. Ich liebe es. Alles klar. Am nächsten Morgen. Du, 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 du. Oh ja, das Wetter ist heute wieder klasse. Lass uns heute unser Bestes geben, schon mehr. Aber natürlich. Und jetzt schauen dieser Pisser, Remoraid, Drecksack. Der hat uns einfach über 10.000 XP geklaut. Was? Nee, ganz ehrlich. What the fuck? Ein Schmundsamen. Man kann in dem Spiel, wenn man Pech hat, wieder auf Level 1 kommen. Toll. So ein Scheiß, Ein Geobrockrock ist eine steinharte Süßigkeit. Durch den Verzehr füllt sich der Magen des Pokémon ein wenig. Der IQ eines Teammitglieds wird dadurch dauerhaft erhöht. Wirkt nur bei Mobile und Mogelbaum. Erst das Magiat-Item zu Geobrockrock. Oh, nur bei Mobile und so? wenn man hier einen Mobile-Run macht, ist man ja richtig happy dann, ja? Fuck, was will ich? Brauche ich? Mann, egal, ja, wir sind okay. Sinebeere, Top Elixier und ein Belebesamen. Ich bin da schon ein bisschen salty drüber, wie ist ein Schwundsamen. Was soll das? Wie so ein Schwundsamen? Er kann uns einfach ein Level runterhauen und wir verlieren all die XP dabei. Also das gehört sich nicht. Wir sind übrigens fast ein neuer Rang, was ziemlich krass ist. Egal, ich will jetzt aber trotzdem die Folge beenden. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.